Wir haben eine 30-Tage-Foto-Challenge gemacht an einem Tag und es war interessant. Genau, und wir haben erst 16 Uhr gestartet. Julian hatte noch einen Termin, wir haben einen Hund gesehen, die Akkus wurden knapp. Bleibt dran, Leute, bleibt dran. Was ist eigentlich eine 30-Tage-Foto-Challenge? Eine 30-Tage-Foto-Challenge ist eine Challenge, bei der Fotografen auf Instagram über 30 Tage jeden Tag ein Bild zu einem anderen Thema hochladen. Ganz einfach. Wir haben uns bei Google eine Challenge ausgesucht, die für uns gepasst hat. Beispielthemen sind etwas Blaues, Reflexionen und Silhouetten. Ja, ich leg mich jetzt hin. Wir machen ein Bild. Mornings. Morning. Leg dich einfach erstmal irgendwie hin. Also mach mal die Form ein bisschen zu und mach mal Licht an, dann haben wir ein so Morgen-Ding. Aber das ist ein bisschen dunkel für meine Kamera. Morgens ist da die Sonne schon aufgegangen. Du stehst halt um 10 auf. Das ist so böse in die Kamera gucken, zu verschlafen. Kannst du mal. Sieht aus wie so ein Stockbild. Also entweder du liegst morgens gerade im Bett oder du bist eine Alkoholleiche. Okay. So, nächstes Bild. Blutkuchen. Ein Glas. Okay, wenn ich was sag. Wenn ich go sag. Ups. Okay, 3, 2, 1. Also, dass man mich nicht sieht, nur meine Füße, oder? Ja. Das ist übel nice. Aber das ist auch so der Klassiker. Wie ihr sehen konntet, haben wir bei mir gestartet, sind nach draußen gegangen, haben da einige Bilder gemacht, sind dann mit Auto Richtung Julian gefahren und sind dann langsam Richtung Stadt gelaufen. Nachdem wir bei Lidl waren, sind wir dann ins Stadtzentrum gelaufen und ich habe mir eine Küche angeguckt, weil ich eine Küche kaufen wollte. Danach haben wir dann die letzten Bilder in der Stadt gemacht und bleibt dran. Bleibt dran! Geht's nicht? Filmmaterial zusammen.
so gut wie alle Bilder fertig. Es fehlen noch 3 Bilder, die wir machen müssen. Die können wir aber alle zu Hause machen, deswegen geht's jetzt auf nach Hause. Müssen danach ewig viel bearbeiten, aber da sind wir fertig. Wie spät haben wir es? 21:30. Schlechte Nachrichten, die Videotags sind leider weg, die danach kamen. Julian hat vergessen, die Tags rüberzuziehen und ich lösche jeden Abend meine Speicherkarten. Alles weg, deswegen könnt ihr nicht sehen, wie wir die bearbeitet haben, aber ihr habt zum Glück im Video schon gesehen, wie die fertigen, finalen Bilder aussehen. Hattest du nicht eigentlich gesagt, dass du das dann rüberziehst? Es war eine lange Nacht und das 30. Bild hatte ja noch gefehlt, deswegen haben wir das natürlich nochmal gemacht und das seht ihr jetzt hier. Das war's mit unserer 30-Tage-Foto-Challenge. Wie fandet ihr die Bilder? Habt ihr auch schon mal eine 30-Tage-Foto-Challenge gemacht? Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, ein Like da lassen könntet oder wenn ihr diese komische Glocke aktiviert. Das war's.